Ja, jetzt mit einer riesigen Drangphase und nochmal mit frischen Kräften. Moritz Müller, schön auf den Flügel, auf Kevin Lavallee. Der geht durch, Lavallee bringt die Scheibe in die Mitte. Keiner ist dann, aber die Chance, Pettinger könnte an die Blaue ablegen, tut er auch zu Lüdemann. Lüdemann täuscht den Schuss an. Nochmal Lüdemann bringt die Scheibe in die Mitte zu Pettinger. Tor! Mit Pettinger, mit dem Ausgleich. 5:16 vor Ende. Lüdemann täuscht den Schlagschuss an. Zieht rüber. Die Scheibe war bestimmt dreimal abgefälscht und Pettinger haut sie mit viel Glück gerade noch rein. Ja gut, es war in der richtigen Ecke schon. Moritz, das war in der richtigen Ecke. Durch irgendeinen Winkel ist er durchgegangen. Gucken wir nochmal in der Wiederholung auf Videowürfel an. Gorica ist auch dran gewesen, aber Pettinger tunnelt ihn sogar, glaube ich. Ja. Ich habe das Gefühl, die Straubinger schicken mittlerweile von Anfang an zuerst einen Winger ans Bulli, weil die wissen, der wird eh weggeschickt und dann kommt erst der Center. Ja, ja, wie gesagt, die Lions sind die zwei, die dort sind, sehr bekannt dafür. Pettinger tankt sich nach vorne. Scheibe ist... Tor! 4:3! Pettinger kommt irgendwie von hinten am Tor vorbeigezogen, schießt dann Richtung Tor. Dann bleibt er erst hängen und trudelt dann von mehreren Leuten, ich weiß gar nicht, wie viele Stöcke da gleichzeitig dran waren, trudelt dann über die Linie. John Schulp wurde in der Kamera gezeigt, der stand auf jeden Fall mittendrin im Getümmel. Jason Justmans hat den Helm verloren dabei noch. Jo, 3 Minuten 47 ja. Noch, wir führen 4:3. Also, wir haben auch nur gesehen, dass Willi Schimm aufs Tor gezeigt hat, ob die Scheibe überhaupt drin war, das haben wir überhaupt nicht gesehen.